Gletscher ist total steinschlaggefährdet. Oberes Ziel, was jetzt gibt für Gletscher. Da kommt die Sonne. Oben! Geil, war geil. Moin Moin! Wir sind gerade losgelaufen von der Husas und gehen aufs Langenhorn. Und ja, jetzt ist kurz vor 5, haben um 4 Uhr gefrühstückt. Langenhorn reicht normalerweise auch einen Tick später zum Loslaufen. Kein Stress, wir haben 7 Uhr loslaufen, aber wir wollen daheim fahren. Wir müssen daheim fahren. Deshalb geht es jetzt los über den Langenhorn-Gletscher. Und dann auf der eigentliche Grad, auf den normalen Weg. Wir haben jetzt gerade den Fuß vom Hohlaubgletscher quert. Und geht es weiter zum Langenhorngletscher. Der Weg anfangs war kurz schwierig zum finden, aber wenn man den Einstieg hat, dann geht es immer wieder Steinmänner. Also um über den Felsriegel dann zu kommen auf den Langenhorngletscher. Ist ja einfach zu finden am Dunkeln. Also Stufe 3071. Man darf nicht zu weit oben sein und dann sieht man auch einen Weg und nochmal Steinwände. Schöner Aufstieg hier. Also man sieht, es geht schon richtig zur Sache. Und auch das, dass so viele Wege breitreiter waren, weil es ihnen so geht, dass sie falsch laufen, ist echt typisch. Ja, Bergfindung ist einfach. Ja. Ganz wichtig, nachdem man lang nach links quert, geht es kurz nach rechts und dann wieder nach links. So, Wegfindung gemeistert. Wir sind jetzt auf dem Langenhorngletscher und ist eine gute Spur drin. Bisher ohne Steigeisen, auch ohne Seil. Manche seilt sich an, manche nicht. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist ziemlich aper hier alles. So, wir sind jetzt hier gerade am Rand vom Langenhorngletscher. Hier sieht man die Spur, wo hochgeht. Da macht sie ja Linksbogen. Und da unten kommen wir. Ah, hier super Spur. Ja, kommt da schon der erste Stein. Da runter, das heißt, sieht man auch, der Gletscher ist total steinschlaggefährdet. Also da gucken, dass man durchkommt. Sind, queren wir erstmal auf gleicher Höhe und dann geht es danach rechts hoch. Man sieht hier leichte Steigspuren und dann geht es da oben durch die Rinne. Da kennt man auch, da liegt ein riesen Felsbrock, da haben wir oben drauf. Oben ist Ziel, man sieht es gibt für Gletscher. Auf geht's, das Labyrinth. Jawohl. Also ja. Weg muss man echt gucken. Ziemlich viel Schutt hier. Ja, und Markierungen gibt es eigentlich außer Steinmänner echt keine. Wir sind mitten auf dem Grat und so richtig falsch oder richtig geht es glaube ich immer am Grat entlang. Ja.
So, 3684 sind wir jetzt, 2,5 Stunden, 650 Höhenmeter. Ja, die Querung von der Hose aus, gell, die Wegfindung, die kostet. Kostet Zeit, ja. Kostet Zeit. Ab 3650 kommt eigentlich eher ein großes Geröllfeld. Erstmal nichts damit klettern. So, 3770 Meter. 230 to go, Ruben. Scheiße, flaucht's. Hat der Sprung da hoch. So, hier kommt jetzt tatsächlich Schneefeld, wenn was ihr sprecht. Und ja, kann man aber tatsächlich hier umgehen. Vielleicht sogar laufen. Gucken wir mal. Also ein Unstieg ist. Ja, ja. Ich würde auch sagen, wir umgehen jetzt. Ja. Ist zu heiß. Umgehen gerade gut, gell? Ja, das heißt, die Umgehung da oben sind es nochmal Steinmännle. Also, alles gut. Wahnsinn! Da kommt die Sonne. So, die letzte Meter zum Gipfel. Hey! Ruben! Geil, war geil. Echt cool. 4010 Meter Langenhorn. Auf die Uhr. Halt mal eine Kreie. Knapp 3,5 Stunden braucht. 10 vor 8:30. Jo. Ah, schön. Geniales Wolkenmeer. So, es heißt wieder Abstieg. Ja, im Abstieg müssen wir noch mal aufpassen mit den Schnee. Kleine Schneefelder. Umgehung vom Schneefeld. Abstieg. Und da kommen die nächste. Oh, wir haben tatsächlich als erstes heute den Gipfel für uns gehabt. Jetzt komplette Grad ab und nicht mehr auf der Gletscher, wo wir hergekommen sind, sondern der Grad im Abstieg sind gerade aus dem Wetter. Dann kommen wir direkt zur Weißmischhütte. Wachs haben wir auch noch gekriegt. Der Loris ist noch dabei. Ja, er ist vom Tal gekommen. Und haben wir kurz vor dem Gipfel getroffen. Uns im Abstieg wieder eingeholt. Also haben wir den Grat weiter verfolgt. Mega gut markiert, hier überall Steinmännle. Also deutlich besser als im oberen Teil. Jetzt sind wir auf Schlag 3000. Hier wird der Weg. Jetzt schon wieder viel mehr grasig. Mega verblockt.
Ich bin mittlerweile bestimmt schon wieder da drüben irgendwo hochgerannt. So, da ist sie, die Weißmies für dich. Also knapp 14 Höhenmeter Abstieg bisher, knapp 1000 Aufstieg. Ja, alles noch fit. Abstieg von der Weißmieshütte. Ja, für die Tour bis zur Weißmieshütte von Hosas haben wir jetzt 6 Stunden 15 gebraucht, inklusive aller Pause. Und jetzt geht es noch runter ins Tal, haben wir 1000 Höhenmeter vor uns. So, jetzt lass uns mal hier ins Tal. Oh, toller Weg zum Rennen hier. Ein Traum ist das. Der Meter. Endspurt. So, wir sind auf der letzten Meter zur Seilbahn, wo das Auto steht. Und war ja klar, dass man ihn benutzt, aber nur noch mal anmerken. Also Fazit zur Tour, Lagenhorn 4010 Meter. Also von Hosas die Wegfindung dann rüber auf den Lagenhorn-Gletscher, die ist jetzt so einfach, vor allem wenn es dunkel ist nicht. Aber es geht. Und dann im Ausstieg zum Lagenhorn, Wegfindung jetzt so einfach. Im Abstieg sieht man, wie viele Wege es eigentlich gibt. Ja, da muss man nämlich nicht viel klettern, ja, muss man schon sagen. Mit Klettern hat es dann eigentlich nicht viel zu tun. Ja, wird ja oft darüber diskutiert, was man da mitnimmt, dass man in Turnschuhe hoch kann und. Ja, schwierig. Kommt auf die Bedingungen drauf an. Wir haben jetzt keine Steigeisen und kein Seil braucht, aber ich, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sage, ob ich das nächste Mal so eine andere Jahreszeit oder so, ich dann wieder sagen würde, ja, wieder ohne Seil, ohne Steigeisen. Also darauf verlasse, dass die Bedingungen so sind, kann man sich nicht. Ja. Ansonsten Abstieg, klar, jetzt nochmal zäh. Insgesamt mit Abstieg haben wir jetzt 7,5 Stunden gebraucht. War jetzt aber auch stark 2500 Höhenmeter Abstieg und 1000 Aufstieg. Ja, das sind so die Fakten. Ruben, dann Stuttur. Ja, sie war schön, die Tour. Leider kommt sie nicht ganz an die Weißmilchüberschreitung ran, wo wir einen Pakt sofort gemacht haben. Die war natürlich genial und abwechslungsreich. Aber nichtsdestotrotz war es eine schöne Tour. Gerade mit dem Gaxeln und Wegfindung hat es dann doch ein bisschen spannender gemacht. Und ja, war ein schöner Abschluss. Ja, muss ich auch Ruben zustimmen. Abwechslungsreich ist natürlich jetzt nicht so. Kein wirklicher Schneekontakt. Ja, ein bisschen Gletscher. Aber. Ja, kann man mal machen. Check unsere Liste. Ja, erst recht. So, wir sind wieder da. Ciao.